Oft warten sie stundenlang, stehen an in glühender Hitze. Die Ostukraine ist geteiltes Land. Eine Demarkationslinie trennt Separatisten und Kiew-treue Gebiete, trennt Freunde, zerreißt Familien. Viktor ist 71. Alle 14 Tage besucht er seine Tochter in Donetsk. Schauen Sie, was für eine Hitze, und die Menschen müssen über 2 Stunden hier anstehen. Es gibt keinen Schatten, es gibt keine Sitzbänke, die Bedingungen sind unmenschlich. 5 solcher Checkpoints gibt es im Donbass. In Marinka dauert es gut 5 Stunden, bis ein Auto alle Kontrollen hinter sich hat und weiterfahren darf. Für Andrei gleicht die Lage am Checkpoint einem Irrenhaus. Die Politiker sollen sich einigen, meint er, denn das hier ist ein Krieg ohne Sinn. Ni za что, ni za кого. Schon vor den Checkpoints überall im Donbass, Straßensperren, Kontrollposten, Militär. Die Angst ist groß, dass die Separatisten die Hafenstadt Mariupol angreifen könnten, so wie sie es vor 2 Jahren schon einmal versucht haben. Am Stadtrand von Mariupol treffen wir Jelisaweta. Mit ihren Kindern ist sie aus Luhansk hierher geflohen. Umgerechnet 160 Euro im Monat bekommt die Familie vom Staat. Die Hälfte davon zahlt sie für die Wohnung. Sie und ihr Mann sind jetzt arbeitslos und der Staat will nicht mehr die ganze Unterstützung zahlen. Die Sozialhilfe muss alle 6 Monate beantragt werden. Bei mir waren diese 6 Monate Ende April zu Ende. Ich habe die Hilfe dann neu beantragt, aber bis heute kein Geld bekommen. Über solchen Ärger reden sie heute im Kulturpalast von Mariupol. Ein Erfahrungsaustausch der Organisationen, die den Binnenflüchtlingen helfen. Allein in Mariupol leben 100.000 von ihnen. Die UN verstehen sich als deren Lobby gegenüber der Regierung in Kiew. Vor kurzem wurden bekanntlich Zahlungen an die Binnenflüchtlinge ausgesetzt. Das wurde zwar zum größten Teil wieder zurückgenommen, aber es gibt immer noch eine Minderheit unter ihnen, die ihre Sozialhilfe nicht wiederbekommen konnte. Die Regierung verspricht, den Flüchtlingen keine weiteren Steine in den Weg zu legen. Auf der höchsten politischen Ebene besteht keinerlei Absicht, den Zugang zu Sozialleistungen zu erschweren. Das wird wohl auf Beamtenebene verschleppt. Nur langsam stellt sich der ukrainische Staat den sozialen Folgen der Kämpfe im Donbass. Das merken auch diejenigen, die nicht fliehen konnten oder wollten. Gleich hinter der Demarkationslinie eine Siedlung, ein paar Menschen harren noch aus. Natalia ist Krankenpflegerin, Valentina die Nachbarin zu Besuch. Den Keller haben sie zum Schutzraum ausgebaut. Nachts, wenn geschossen wird, ist das ihre Zuflucht seit Monaten schon. Hier schlafen wir. Ich habe meinen Mantel hierher gebracht. Wenn es kalt und feucht ist, lege ich ihn mir unter den Kopf oder decke mich damit zu. Die Reparatur der Wasserleitung, Taschenlampen und Thermoskannen, was zum Überleben in Ruinen nötig ist, organisiert Nachbarin Valentina. Sie arbeitet ehrenamtlich für ein Netzwerk. Man wünscht sich Frieden und dass der Krieg bald endet, dass die Kinder in die Stadt zurückkehren, dass Kinderstimmen wieder zu hören sind. Immerhin gibt es in der Siedlung seit kurzem wieder Strom und Wasser. Doch erst vorigen Monat wurden die Häuser erneut mit schwerer Artillerie beschossen. Die Granate blieb im Gully stecken.